Heftiger Hagelschauer über Bad Tölz. Die Straßen fast komplett bedeckt von Hagelkörnern. Besonders trifft es die Gemeinde Wackersberg, wenige Kilometer südlich von Bad Tölz. Hagelmassen prasseln auf einen Gasthof ein, bilden teilweise 40 cm hohe Berge. Wir sind schon einige Gewitter gewohnt, starke Gewitter, auch Sturm, weil wir ein bisschen am Berg sind. Aber die letzten Jahre, gerade mit dem Hagel, denke ich schon, dass das immer mehr wird. Und es ist auch in kürzerer Zeit und immer schlimmer. Auch der Landkreis Rosenheim ist betroffen. Straßen stehen unter Wasser. In Feldkirchen-Westerham bleibt ein BMW stecken, kann nicht mehr weiterfahren. Ein Bach droht zu überfluten. Die Feuerwehr baut mobile Dämme auf, um dem entgegenzuwirken. Ich gehe mal von 50, 60 Liter Wasser pro Quadratmeter aus. Ja, den Ortsteil überschwemmt, mehrere Tiefgaragen hat es erwischt, mehrere Bäche sind übergegangen. Verletzt wird niemand. Entwarnung gibt es noch nicht. Auch am Wochenende sind Gewitter und Starkregen vorhergesagt.